Runde Nummer 8. Ja, heute nur eine kleine Runde. Ich bin in einem Park. Belvedere Park. Von, oder hier in der Nähe von Weimar. Ja, hier waren sie alle schon. War schöner. Der Wieland, der Goethe, wie sie alle heißen. Ne? Ja, und ich mache jetzt eine kleine Runde durch den Park und den angrenzenden Wald. Mal gucken, Wetter ist schön, wird bestimmt ganz interessant. Also, weiter geht's. Hagebutte, die kann man übrigens auch essen. Schmecken ein bisschen säuerlich, aber haben sehr viel Vitamine. Ja, freilich gar nicht so schlecht die Ecke, ja. Aber was da so rauscht, ja, das ist die Autobahn. Ja, aber das gehört dann auch dazu. Gell? Hier ist das, naja, hier ist der Wald zu Ende und direkt dahinter ist die Autobahn. Und das, ja, hört man ja wahrscheinlich. Ne? Also, schnell weg hier. Weiter geht's. Ziemlich morsch das Ganze, aber weiter geht's. Ja, jetzt komme ich langsam wieder weg von der Autobahn. Und hier gibt es sogar ein kleines Stückchen Busch. Also weit ab vom parkähnlichen Wald. Rund um Belvedere, Schloss Belvedere. Ne? Sogar hier. Mit Zeichen von Wildschweinen. Die gibt es überall. Okay, weiter geht's. Mal eingetaucht in den Buchenwald, also in ein kleines Stückchen Buchenwald, hier am, in der Nähe vom Schloss Belvedere. Ich bin auf dem Rückweg, ich suche mir jetzt noch einen Weg durch den Park und dann soll es das gewesen sein für heute. Es war schön, es ist ein kleiner Wald, aber hey, man kann drin wandern, alles gut, schöner Wald. Bisschen schade mit der Autobahn, aber ja, die kannst du mir mal nicht weg. Zaubern, die gehört dazu und ansonsten für einen kurzen Ausflug immer schick. Ja, die nächste Runde, ich hatte mir ja ein bisschen mehr Herbstform erhofft, ja. Aber das ist leider noch nicht so weit. Das dauert wohl noch ein, zwei Wochen. Aber wenn es dann so weit ist, dann bin ich auf der hohen Strecke. Dort gibt es garantiert eine Herbstform. Und dann bin ich ja wieder den ganzen Tag unterwegs. Mit Öfchen, mit Mittagkochen, mit vielleicht sogar schon Lagerbau und. Bis dahin und im Anschluss gibt es noch ein paar Bilder hier vom Park und vom Schloss und ich verabschiede mich schon mal. Tschüss! Weiter geht's!